Ja, hammerhart, ey, da hast du ja richtig was rausgeholt. Ich nehme ja mal an, die Bosse killt man auch nicht mal so eben. Muss man ja auch Guck mal, Black schon. Rebel gibt 5,5 Millionen, wie ich Boah. rausgeholt habe. Es Geil. gab Spiele. Das muss ich gerade mal reposten. Okay, da finde ich das. Screenshot machen, zum Gucken, ob der Pfad ist. C. User Teach Documents ist nicht wieder. Ui, ich hab kein Backpack, nix, keine Weste, nix. Okay, Users, Kids. Ich habe kein Loot mehr, aber es ist benutzt, aber nicht Kids. Ah, oh, Herr Jofer, guten Abend. Was geht ab, mein Freund? Na, bist du auch dabei hier bei der krassen Tarkov-Baller-Action? Wieso habe ich das Gefühl, ich habe wieder irgendwas vergessen? Ich nehme mal zwei Magazine mit. Man kann ja dann ordentlich noch ballern. Ich muss mir mal schnell meiner Freundin was helfen. Ja, kein Problem. Lass dir Zeit. Ich schaue zu, um die Zeit spielst du nicht mehr. Ja, finde ich vernünftig. Wer weiß, wer sich da auf dem Battlefield rumschlägt um die Uhrzeit. Sicher keine angenehmen Zeitgenossen, so viel steht mal fest. So, das könnte ich hier noch zu Geld machen. Ja, ein paar Knarren verkaufen. Mal gerade, was ist das hier eigentlich? Das ist. Ach, schau mal, da ist auch noch was drin. Lol, lol, lol. Also, komm, ich will. Ja, klar, lass. Das ist die Zeit, bis gleich. Painkillers, ja, könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Bist einfach schon zu müde, um zu spielen. Ja, ist ja nicht schlimm.
Ja, geht uns doch allen so. Okay, warum nicht, Jofa? Hauptsache, du hast einen guten Schlaf. Was dann genau abgeht, ja, und wo du schläfst, das ist ja wahrscheinlich nicht so entscheidend. Hauptsache, du schläfst. Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, was da für ein Mount dran kommt oder Holosite. Tarkov AKS 74 Holosite. Dustcover, ach so, das ist doch gut hier. Wie heißt das? EXPS3. Kann ich das irgendwo beim Dealer suchen? Kann man das suchen? Oh, warte mal, das steht da bestimmt auch bei dem Wiki drin, wo es das gibt. Ah, sold by Mechanics. Verdammt, welches könnte es sein? EOTech, oder hat er das vielleicht nicht immer? Aber schreibt der gute Jofa noch? Du hast relativ gut geschlafen, das ist doch schön. Kaffee ist toll, ja, sehe ich auch so. Absolut meine Worte, Jofa, absolut. So, also bin ja schon wieder komplett überfordert. Denn ich finde das nicht, was ich haben wollte. Was ist das? Oh! Nee. Sieht nur so aus, ist es aber nicht. Special Equipment, nein. Was ist jetzt das? Also entweder er hat es nicht oder keine Ahnung. Und ich glaube, man kann ja auch gar nicht danach suchen. Ich lese ja auch gar nichts von diesem EO. Tech-Zeug. Ach, warte mal gerade. Kann das sein, dass ich... War ich gerade schon bei Mechanics oder war ich gerade bei Rackman? Ich weiß nicht. Hey Rotzi, willkommen zurück. Film ist zu Ende. Mein Lieblingscharakter ist aber gestorben im Film. Ja, tu nicht so überrascht. Du hast den Film doch schon ein paar Mal gesehen. Aber ja, schon in Ordnung. Echt keine Ahnung. Sold by Mechanic LL4, was heißt das?
Ich habe keine Ahnung. Ich blicke überhaupt nicht durch. Ich gucke mir gerade so das Wiki hier an, aber keine Ahnung. Ja, naja, Rotzi sei nicht traurig. Ist ja nur ein Film. Stimmt's? Nur ein Film. Also ich glaube, auf dem Flea Market wäre es um einiges leichter zu kaufen. Da sucht man, glaube ich, einfach danach und dann hat man das. Aber erst ab 10. Dauert also noch ein bisschen. Na gut. So, ich wollte ja eigentlich auch ursprünglich eher Sachen verkaufen. Schauen wir mal, was kann ich hier zu Geld machen. Weil die Sachen sind nützlich, die würde ich gerne behalten. Na gut, komm, die Mütze verkaufen wir. Das war doch ein gewinnbringendes Geschäft. Puh. Was ist das hier? Verkaufe ich auch. Was ist das hier wieder? Irgendwelche komischen Einzelteile. Alle erstmal verkaufen. Da sieht es doch schon wieder gleich viel besser aus. Zumindest ein bisschen. Aber nach wie vor, der Platz ist begrenzt. Ja, wie schön man da immer rumräumen kann. Ich würde ja fast behaupten, dass das Spaß macht. Okay, ja, hier auch alles verkauft. Nächster Dealer abgecheckt. Der gute Peacekeeper. Ich habe verdächtig viele Magazine für die RKS. Passt schon. So, was schreibst du noch? Ja, Rotzi, schlaf gut. Bis morgen. Klar doch. Was auch sonst. Ja, okay. Der Tiss muss sich gerade noch um die Freundin kümmern. Da haben wir natürlich auch Verständnis für. Ich habe ja hier noch genug zu tun. Hier, guck mal, so ein Magazin. Ja. Alles so krasse Magazine. Ich behalte sie erstmal. Habe ich denn noch Platz zum Looten? Ja, ein bisschen. Was haben wir da noch? Der gute Jäger. Na, ja, was der wohl alles für uns hat. Ach, schaut mal, da läuft eine Zeit runter und dann haben die neue Sachen. Auktion, Flea Market, Auktion, Auktion geht noch gar nicht. Okay, gucken wir mal in der Zwischenzeit im Hideout rein. Die Nachricht, da schon 0 Uhr überschritten ist, melde ich mich für den Morgen ab. Wir hören uns. Ja, okay, Ufa, no problem. Schlaf gut, schön, dass du da warst. Bis morgen, mein Freund. Träum was Schönes. Ich glaube, der Titz schleicht sich wieder an. Ich habe da was gehört. Ich will ja da. Oh, Müssen wir hi. erstmal schnell beim Gehege helfen. Klar. Weil unser neuer Hamster, der hat. Wir haben so Leitern gebaut, so hoch, und oben haben wir das Futter versteckt. Und dann wusste sie nicht mehr runter und ist ins Trinkebecken Oh je. reingejumpt. Und die sollten Geil. nicht nass werden. Oh, ach Die so. fanden das zuerst süß, aber die erkälten sich ziemlich schnell. Oh, okay, das ist gar nicht Daher ein süß. bisschen umgebaut. Ja. Okay. Ja, besser Es ist ein so. mega kleines Schälchen, also sie hat das mega gut getroffen. Sah schon lustig aus, aber. Glaube ich.
geht dir gut, ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, da sagst du was. Absolut richtig. So. Ja, ich habe mich in Ja, der was? Zwischenzeit mal ein bisschen ausgerüstet mit meinem Newbie-Stuff, wie immer. Was sollte eigentlich gehen? Alles 100%. Zwei Magazine dabei. Und ich glaube sogar Ja, eine man. Fünferweste. Ja, tatsächlich. Frisch repariert. Oh. Und was kann der Helm? Vier, ui. Ja, da kann mich ja nichts mehr töten. Ach, guck mal, man kann ja sogar an den Helm was dran bauen. Geil. Machst du das auch manchmal? Ja, also es gibt da Ohrenschützer bei gewissen Helmen oder so extra Platten für oben drauf. Du kannst theoretisch auch eine Taschenlampe an den Kopf ranmachen, aber du kannst sie nicht an- und ausschalten. Du kannst sie nur ranmachen, ausgeschaltet, oder du machst sie im Stash an und dann montierst du sie und dann ist sie an und dann bleibt sie halt an. Aber Okay. da kommt sicher noch was. Ja, ich denke, da wird ein Update kommen, dass man die per Knopfdruck an- und ausmachen kann. Geht ja auch an der Waffe. Habe ich zwar noch nie gemacht, weil ich wahrscheinlich noch nie eine hatte, aber wenn ich es mal habe, mache ich das bestimmt auch mal. So, ich bin die Woche Ja. irgendwann. Gestern oder vorgestern bin ich auch mal wieder auf das Bomb Rats TS gegangen, ach TS Discord gegangen. Ja, kann ja nicht schaden. Da bist du ja auch drauf. Genau. Ja. Welche Map willst du machen? Oh, wie du willst, wie du möchtest. Ja, probieren wir mal eine Runde Resolve. Bin ich dabei. Hey Silbertaff, willkommen zurück. Guten Abend. Eine Runde Resurf finde ich gut. Vielleicht sind ja jetzt keine Bosse da. Doch, doch, ich habe gelesen, jetzt in jeder Runde sind die Bosse da. Boah, nice. Wirklich in jeder Runde. Okay, 14:33 Uhr. Und jeder Boss hat seine Guards, ne? Ja, auch noch machen. Okay. Und Raiders gibt's ja auch noch, oder? Bin da, J-Tonic. Ich sehe dich schon. Na, Silbertaft, da kommst ja genau richtig hier. Tarkov-Action. Wahrscheinlich mehr als Echt, dass du genug. keine Rhythm hast? Was sagtest du? Ist es Absicht, dass du keine Rhythm hast? Ich habe keine mehr. Ich denke mir, wir finden eine. Ich Okay. hab mir eben noch ganz stolz ein Backpack gekauft. Das reicht schon. Also für meine Ansprüche. Ich war schon happy, die Woche über die Runden zu überleben und ein bisschen Schrott mit rauszunehmen. Ich bin da noch voll im Anfängermodus. Aber ich habe auch kurz überlegt, mir noch einen Tactical Rig zu holen. Aber ich habe mir gedacht, ach, wenn wir da jetzt alles wegrasieren, haben wir mehr als genug Zeug. Ich habe jetzt einfach mal als Graf ein 6,6, ein 6, ein 6 Millionen Rate gemacht. Das hatte ich jetzt auch irgendwie. Ach, du warst sogar eben als Scuff unterwegs. Ja. Ach so, auch noch. Oh Mann, ey. Ich gehe so in ein Haus rein, habe dann Guard gekillt und dann höre ich da einen rumschreien. Und die Bosse, die haben eigene Stimmen. Ja. Und da habe ich gedacht, ey, das klingt doch wie Sturmmann. Gehe ich raus vom Haus, gleich rechts, links um die Ecke, da hockt er dann in die Ecke, ich baller ihm ins Gesicht, er stirbt, okay, hab die M1 gelootet, geh wieder rein, aber da kommen da Spieler, die haben da alles rumgenadet, ich hatte mir da Angst, oh nein, nein, nein. Und dann bin ich in den ersten Stock hoch,
hochgeschlichen, gehe ich um die Ecke im ersten Stock in der Mitte, da hockt einfach Sturmmann. Der ist ja die. Abgewietet. Oh, mit Werbung. 5,5 Millionen. Oh Mann, übel. Ich bin in der Lobby. Echt? Wie in der Lobby? Ist nicht rausgeflogen? Nee, noch nicht. Da mach ich mal Back, warte. Boah, ich hatte die Woche, an einem Tag hatte ich voll die Probleme mit dem Eraser. Wir sind dreimal oder viermal sogar hintereinander rausgeflogen. Ja, ja, kein Problem. Team öfters. Ja, ich gehe auf Back und steht schon Leaving the Game. Und dann das Ganze halt nochmal. Also bei dir jetzt weitergeladen? Bis jetzt noch, ja, aber vielleicht wäre ich dann auch noch rausgeflogen. Weil ich habe ja etwas längere Ladezeiten, da ich das nicht auf SSD habe. Vielleicht auch deswegen. Oder du hattest halt wirklich irgendwie kurz einen Disconnect, aber ich gehe jetzt einfach wieder in die Lobby. Reserve. 14, 15 Uhr. So ist ja noch alles versichert. Bin schon da und sehe dich auch. Ja, schön siehst du aus mit deiner gefährlichen Maske wieder. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich glaube, ich verwechsel immer Reserve mit dem Resort auf Shoreline. Ja. Dabei ist Reserve ja eine eigene Map und auch ganz anders. Na, dann schauen wir mal, was da jetzt los ist. Oh, mal gucken, was passiert. Ja. Lädt's noch bei dir? Mhm. Klasse. Und bei euch ist es auch viel zu heiß, oder? Ja, mega heiß. Ja, richtig heftig. Aber ich mag es grundsätzlich. Also du ich magst... Mag es lieber heiß ja. Als kalt. Okay. Ja, ich weiß nicht. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich könnte mich, glaube ich, nicht so leicht entscheiden. So richtig kalt ist es natürlich auch nicht angenehm. Das stimmt. Ja, ich habe ein bisschen, wie soll ich sagen, einen psychischen Schaden gekriegt von Kälte. Weil ich habe ein Jahr lang im Kühllager gearbeitet. Oh. Tiefkühllager, das war von 4 bis minus 22 Grad. Ja, okay, das... 365 Tage. Oh, ja. Und da wirst du halt noch körperlich geschändet von der Firma. Also meinst du, musst auch die ganze Zeit hart arbeiten? Ja, also als Beispiel, du gehst 8 Stunden Paletten waschen von der Milchfirma und dann heißt es plötzlich, ja, jetzt gehst du noch 8 Stunden in die MIFA, dort ist es 4 Grad mit nassen Klamotten. Acht Stunden und dann nochmal 8 Stunden? Ja, das ist ein paar Mal passiert, Doppelschichten. Und ja, krass. Dann wirst du fast fristlos gekündigt, wenn du krank bist. Ja, das ist natürlich super geil. Nee, also für so Leute sollte man gar nicht erst arbeiten. Das ist echt schlimm. Und dann noch die Kälte. Eigentlich muss man doch da, glaube ich, auch jede Stunde oder jede zwei, also ich weiß nicht, ich sage jetzt mal jede alle Stunde 40 15, Minuten, ja. Ja, irgendwie sowas. Und ich nehme an, das war bei euch auch nicht immer der Fall, dass da genau drauf geachtet wurde. Nee. Also wenn du schon zweimal 8 Stunden arbeitest, was ja auch schon mal überhaupt nicht geht, dann werden die bestimmt nicht auf die Pausen da achten.
Boah, da kann ich dir Geschichten erzählen, was da alles abging. Ja, glaube ich, sowas ist richtig schlecht. Ist halt ein Großkonzern. Ah ja, klar, Da da macht wirklichst du dann die Nummer und Politik kein gar Mensch. nichts. Ja, da bist du nichts wert, da geht's nur ums Geld. No support. Das Schlimmste finde ich, dort hatten, also das ist eine Umschlagfirma, die in der Logistik, die lagert von verschiedenen Firmen halt einfach die Paletten ein, übernimmt die Aufträge, kommissioniert die Ware und verschickt die dann weiter. Die hat eine Flotte von 220 LKWs, Auch schon ordentlich. Kühllager hauptsächlich. Und die haben so eine Verteilstation, also das sind mehrere Lager, wie auf einem Campus. Und in diesen Lagern werden die Paletten vorbereitet. Ein LKW holt sie ab, bringt sie in die Verteilstation. Das ist so eine riesige Plattform, wo alle Paletten nochmal ausgeladen werden, in die richtige Spalte gesteckt werden, wo das natürlich hinkommt und ortschaftsmäßig gebunden. Und dort hat ein Typ gearbeitet, hat das gemanagt, der war schon 12 Jahre. Temporär, das ist in der Schweiz heißt das temporär, bei euch nennt man das Leiharbeit, Ja. aber direkt über die Firma, nicht über eine Keine, Leiharbeit ja, Zeitarbeitsfirma, oder ja. Büro, genau. Und schon seit 10 Jahren haben sie ihm eine Festanstellung versprochen, der hatte 8 Jahre keine Ferien. Krass. Also das ist in meinen Augen, der ist ein bisschen leicht behindert, ist Ja. nicht bös, bös gemeint, Nee, der hat nee, nee, wenn es wirklich. so ist, ist es so, ja. Und den haben sie wirklich in meinen Augen voll ausgenommen. Das ist echt hart. Ja, ich kenne auch so Geschichten. Das ist schon. Ja, halt unmenschlich. Gehen wir hier schnell in den Keller. Jo, Muss du. mal aufpassen, eventuell pushen da gleich Leute hin. Ja, ich kenne mich hier gar nicht aus. Ach, das Ah, ist hier hast hier du ihn. wieder, Genau. okay. So, komm mal herunter. Schnell. Okay, ich Mal komme rechts noch. runter. Jo, Hier ach, ist hier ein wieder. Municase, pack Boah, das ein. krass. So, jetzt alles, was du an Munition findest, kannst du da reinstecken. Okay. Komm raus. Ja, warte, warte. Ja. Gehen wir hier gleich weg hier. Jo. Weil hier pushen immer zu den Markträumen, pushen immer Leute hin. Klar, das ist ja so ein Loot-Raum. So wie wir gerade da. Erster Stock. Meinst du erster Stock, nicht Erdgeschoss, gell? Ja, erster Stock. Ja. Guck mal, hier hat es BS-Munition, noch eine AK. Hier hat es ganz viel Munition. Pack das alles ein. Uiuiuiui. BT ist die drittbeste. Ja, warte, ich mach's. Ach, bleibt es in dem Weapon-Case drin? Nee, oder? Das ist nicht so eine Art Alpha-Container, aber das ist gut für den Platz, ich verstehe. Cool. Achtung, ein Spieler down. Jo. Die kommen unten rein. Hab den zweiten. Gut, ich weiß zwar nicht, wo du bist, ich bin an der Treppe. Ich bin unten EG im Keller. Okay, Da ich hinten bin EG. erster Stock Treppe. Was jetzt hochkommt, auf das baller ich. Ja, genau. Sorry, ich habe zwei gekillt. Gut. Das Oh, ist halt immer so Granate, bitter. Granate. Er ist wieder raus. Super, an der Seite kommt jetzt auch einer rein. Oh, verdammt, Granate. Hört ihr oben, oder wie? Ja, der wirft durchs Fenster, aber er trifft mich nicht. Aber die kommt näher, das war schon die zweite. Okay, der andere rennt bei dir wahrscheinlich oben, erster Stock rüber. Ich bin mega gedamaged. Bleibt einfach oben. Das ist Killer, wo du jetzt da hörst. Okay. Das ist der Boss von Interchange. Kann mich nicht schieben, der Typ hockt direkt neben mir.
hat sich hingelegt. Ich glaube, der ist auf meinem Flur. Er ist bei mir unten. Granate. Ja, von mir. Noch eine. Hi Chris, Ja, grüß von mir. dich. Sag mal, heilst du dich oder was sind das für Ja, komische Geräusche? ich hatte noch 160 HP. Okay. Hast du einen Plan, wo der ist oder sind es mehrere? Ich schätze mal, es sind Der noch ist, zwei, oder? wenn du ins Treppenhaus runterkommst, also ins EG runterkommst, hast du vor dir gleich im EG zwei Zimmer. Der ist entweder rechts im Zimmer oder links im Zimmer. Links im Klo, sage ich, habe ich einen gekillt. Ich glaube aber, der hockt rechts, bin aber nicht sicher. Okay. Eventuell hockt er auch links. So Schritte. Ja, von mir. Granate. Von mir. Nicht deine. Doch, doch meine. Ich höre wieder Schritte. Bin ich. Ich bin noch erster Stock Treppenhaus, sicher nach unten. Gut. Ich hab beide Arme weg. Weißt du was? Ich renne jetzt mal eben weg. Ein paar Meter Ja. auf die andere Seite des Gebäudes. Wenn er sich bewegt oder mich hinterher pusht, kommst du runter und machst ihn weg. Ich Alles klar? versuch's zumindest, ja. Okay. Er hat sich hingelegt. Also wenn er aufsteht, dann hörst du das. Ich lauf schon mal runter. Nee, lauf Nicht. nicht. Da liegt er und hört. Ich heile mich erstmal. Dann komme ich zurück. Okay, ich gehe wieder hoch. Ganz langsam. Das ist, glaube ich, ins Graf gelaufen. Du machst die ganze Zeit diese Geräusche, oder? Was für Geräusche? Ich glaube, so Heilgeräusche. Das hörst du immer noch. So komische Schleifgeräusche. Und so ein paar Stechgeräusche. Ja, ich höre Das kann das. gut sein. Wenn du das nicht bist, dann macht der da irgendwas. Ich höre was. Mal eben erster Stock hoch. Kommst Ich du bin jetzt andere hoch? Seite. Ja, ich bin andere Seite, aber. Okay, ich bin im Treppenhaus.
Okay, ich höre, glaube ich, deine Steps. Mal gucken, dass ich hier noch schnell ein bisschen Medic finde. Nicht, dass der jetzt hier hochkommt, weil der dich hört. Ja, das wäre perfekt. Dann machst du ihn weg. Ja, warte, dann muss ich mal die Position ein bisschen wechseln. Seite wieder runter. Okay. So. Ich höre, was kommst du hoch? Ja, nee, ich bin unten. Ege. Der ist noch da, oder? Machst du was selbst? Nein. Bist du erster Stock? Nein. Fuck, der ist hier oben, glaube ich. Nein, nein, ist er nicht. Okay. Hier liegen zwei tot plötzlich. Warum das? Sehr blutig. Ich habe das Gefühl, im ersten Stock ist einer. Ich weiß ja auch nicht, wieso. Hast du mir gefallen? Ja. Komm mal runter. Langsam, schnell. Normal. Ich komm langsam. Ich höre jemanden moven. Ich bin das. Komm runter. Ja, ich sehe dich. Taschenlampe. Taschenlampe, ne? Boah, du sagst nein. Ja, du hast doch die Taschenlampe an. Doch, guck mal hinter dich. Achso, das siehst du gar nicht. Oh. Deine Taschenlampe ist an. Boah, hey. Okay. Hier ist ein Frühgespieler, Luke. Ja. Boah, krass, eine krasse Knarre, ey. Full Gear Spieler. Scheiße. Ich nehme mal seine Maske mit. Safe is safe. Boah, ein Set. Ja, okay. Ich bin happy, das reicht. Cool. Dann noch die Waffe wechseln. Oh, krass. Draußen liegt noch einer, ne? Ja, easy. Ich bin schon wieder viel zu krass hier. Also ich dachte, ich habe drei gekillt. Ja, da hat doch gerade noch einer geballert. Das hast du doch gehört, oder? Ja, ist noch weiter weg. Alter, was... Abtippen. Okay. Soll ich hier warten? Ja, ja. Ich leg mich hier mal bei den Gelooteten rein. Kann ich durch... Also wenn ich jetzt in der Leiche liege und ich schieße auf jemanden, blockt die Leiche meine Schüsse oder geht die durch einfach? Ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Wie kann ich denn das... Was geht, ist, wenn du auf einer Leiche, zum Beispiel auf dem Helm oder Weste schießt, dann geht sie nicht kaputt. Wie kann ich denn das Visier wechseln von Scope auf Holo? Wie bei Armor. Mit STRG und Rechtsklick. Okay. Und 50er Maggies zu einer Wendung, ich gehe immer so ran. Du klippst, ja? Ich habe 100% gehört, dass ich ihn gehört habe, wie ich ihn. Voll komisch. Vielleicht hat er sich hier hingelegt und ist dann gestorben. Oder eine von deinen Granaten hat ihn erwischt. Oder so.
Ah ja, Tatsache F1. Was heißt F1? Das ist eine Granate. Ach so, okay, also die Granate hat sie gemacht. Schön. Das heißt, der dritte liegt hier draußen. Gehen wir mal gucken. Hab ich den doch nicht gekriegt? Okay, dann waren es doch nur zwei. Den habe ich ihn gar nicht gekillt gehabt. Oh. Wie ist denn das mit dem Scope jetzt? Ich sehe ja damit voll weit, aber da, wo ich hinziehe, da trifft es auch. Oder muss ich da irgendwie ballistisch vorhalten? Ja, doch, du musst ballistisch vorhalten. Okay. Du kannst Page up und Page down, wie bei Arma. Kannst du ranchen. Komm mal rüber ins nächste Gebäude. Arma, das sind 150, 50. Okay, ich jump rüber. Ja, genau, richtig. Bin da. Oh, was war das für ein Sound gerade? Hat einer die Tür zugemacht? Ja, ich. Okay. Guck mal. Hier liegt noch Munition. Das Päckchen. In der Munition sind jetzt einfach alles einpacken. Du kannst gerade mega viel Munition mitnehmen. Das stimmt. Schalldämpfer für deine AK. Ja, da muss ich erstmal Platz machen. Hast du nicht den großen Rucksack von dem Typen genommen? Nein, nein. Ich weiß, es war wieder ein großer Fehler. Ah, oh, was könnte ich denn da wegwerfen? Ich bin so geizig. Ein 95er Magazin für deine AK. So, Schalldämpfer für die AK, sagst du. Ach so, für meine AK, okay. Oh, wo kann ich das denn einbauen? Muss ich das, den Muscle Breaker von der AK entfernen? Rechtsklick, wegwerfen? Der Muscle Breaker, ist das der Muscle Breaker? Ja, ist er. So, ja, und zack, ja, dran. Cool, danke. Gut. Und jetzt nimmst du das mal, das Reisige Magazin. Ja, weg. Und zack, rein. 30er Magazin weg von der AK. Jetzt nimmst du hier das. Oh nein, jetzt habe ich das falsche weggeworfen. Oh verdammt, ich bin so ein Newbie. So, jetzt okay. Kein Ding mehr drin bei der AK. Keine, achso, doch ein Schuss noch. Geh auf den Tisch. Auf den Tisch, okay. Take extra. Ja, das hinten drin, das große. Hex steht da. Hast du nicht gesagt, Magazin wegwerfen? Habe ich das falsche genommen? Ich glaube, ich habe das falsche genommen. Du hast ja keine Rig. Hast du die Rig auch nicht angezogen von dem Typen? Ah, hier. Ach, das Magazin hier drüben, meinst du? Ja, wir müssen nochmal zurück. Du musst noch ein bisschen Gear von dem Typen mitnehmen. Oh, ich habe immer noch keinen Platz. Die Schutzweste hast du auch nicht mitgenommen. Sehe ich gut. Ich war schon so happy. Das ist immer die AK mit. Ja. Ui. Also, wenn du keinen Platz hast für neues Gear, ja. Du hast dein Zeug ja versichert, dann schmeißt du dein Gear nachher irgendwo, versteckst du das? Ja. Und ziehst Science an, wenn es noch gut ist. Ah, es liegt hier doch einer. Plötzlich. Da waren es doch drei. Lol. Guck mal, zieh seinen Rucksack an, der ist groß. Okay, ich komm. Ich nehme noch schnell die Magazine.
Die Rigs siehst du auch gleich an. Aber der hat noch ein 60er Magazin für dich. Ach genau. Da, jetzt kann ich ja voll die Sachen da rein tun. Oh Mann, oh Mann. Ich gehe rüber und besorg dich. Kümmere ich raus, ich bin voll. Ja, ich habe auch. Okay, ey, das hat sogar geklappt hier. Ja, krass, okay. Ich komm wieder zu dir. Also. Guck, jetzt kann ich jetzt noch was hingehen. Kannst du das auch direkt deiner Karte? Jetzt sagt er schon wieder noch Space, warte. Wegen dem Rucksack hier, aber das passt doch da rein. Warum? Ja, du musst es trotzdem zuerst auf dich nehmen. Okay, 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 dann mache ich das. Zack. Oh. So, hier rein. Hier rein. So, jetzt, Achtung. So, jetzt. Und dann hier rein. Oh, wie krass. So ein brutales Mac direkt mal aus. Und jetzt. Der Rig, wo du genommen hast, hast du noch ein SR3M Magazin drin. Kannst du mir das noch geben? In meinem Rig SR3. M3, ich habe sogar zwei. Ja, einmal zack, zweimal zack, bitteschön. Perfekt. So. Und jetzt gehst du hier rechts in das Räumchen. Ja. Schmeißt die Schutzweste da rechts in die Ecke irgendwo. Hinter dir, ne? Rechts. Ja. Rechts in die Ecke, okay. Die Schutzweste. Okay, zack, weg ist sie. Kommst du hierher zurück? Spieler hier und ziehst seinen an. Du hast auch eine Filmfarbe, die ist ein bisschen besser. Ach ja, tatsächlich. Deine Hosentaschen hat er auch noch. Ah ja, dann noch die Hosentaschenpizza. Alter, wie locker und flockig das hier läuft mit dir. Gut, super. Geiler Scheiß. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen aus der Bude. Mhm. Wo willst du extracten? Wir müssen im Keller. Du hast keine Gewölbe, also müssen wir im Keller. Von dem Typen da draußen hast du Hosentaschen überall und so auch reingeguckt, oder? Ich. Bestimmt. Ich habe auf jeden Fall jetzt gut was, dank dir. Ich hatte schon vorher dank dir gut was, jetzt noch mehr. Gehen wir Keller? Keller. In der Treppenhaus im Keller? Ja, bin da. So, jetzt müssen wir da unten den Strom aktivieren gehen, damit wir da unten extracten können. Die Magazine hast du, oder? Von der M4. Hast du noch Ersatzmagazine? Ich habe Magazine, ja. Aber die sind alle für, nicht für die M4, die sind für die AK. Hast du keine M4 Magazine von dem Nee. Von der Rick oder so? Nee. Doch, dann musst du doch. Achso, ich hatte zwei, aber die habe ich dir getroppt, aber das waren wahrscheinlich keine für die M4. Ja, das. Komm, ich gebe dir hier noch eins, das ist zwar nicht voll. Ich gebe dir zwei. Eins ist halb voll, das andere ist voll. So, thanks, Bro. Cool. Gehen wir weiter. Spring. Schnapp, nicht mehr helfen. Reichen? Ja. Mir zurück. Okay. Habe ich da keinen Bock zu sterben? Die warten jetzt auf uns. Die haben uns schon gehört. Ich laufe weiter Richtung Tür. Genau. Bin an der Tür. Die werden schon nett. Okay, ich decke die Tür, bin rechts von der Tür.
warten wir, bis die abgehauen sind. Die haben da wahrscheinlich ein, zwei Räder gekillt. Dass wir noch ein bisschen looten gehen können. Gibt's erst noch ein bisschen Loot. Loot ist gut. Ja, also ich habe gerade auch ein bisschen Geld. Ich habe eine Auswahl, ich habe eine M4, ich habe einen FK100-Filter. Ja, bin ich doch glücklich. Es soll ja nicht nur dir gut gehen. Soll ich erst mal was, nicht erschrecken. Wir haben gerade richtig auf den Sack gekriegt, ja. Wir oder die? Die? Ja, würde ich auch sagen. Du hast sie wieder mal alle weggeballert. Und es ist unwahrscheinlich, dass die jetzt durch die Tür kommen, wo wir raus sind eben. Könnte sein, aber ich denke ja nicht. Immer wenn da einer kommt und wir ins Kreuzfeuer nehmen, gucken wir, dass wir uns nicht gegenseitig noch treffen. Ja, habe ich da gerade was gehört? Ja, du bist davor ausgesteppt. Ich habe hier so ein. Ist bei dir noch gut? Ja, ich habe gerade getrunken, 98 und 64 Essen. Ah ja, top. Brauchst du irgendwas? Nö. Noch ist alles gut. Ich habe hier so komisches rotes Licht an, so ganz leicht bei der Waffe. Genau, das ist ein Infrarot. Und wenn du das anhast, dann, wenn du aus der Hüfte schießt, ist der Streuungseffekt viel kleiner. Also du schießt genau aus. Hey, krass, was es alles gibt, gell? Also der Effekt hast du auch bei Kombigeräten Licht-Laser, wenn du das Licht anhast. Und wenn du den Laser-Punkt anhast. Problem ist halt am Laser und am Licht, du verrätst dich. Ja. Jeder weiß halt, wo du bist. Und das verrät dich halt nicht direkt. Oh Mann, hey, krass. Allein die Waffe in der Hand zu halten, fühlt sich schon irgendwie gut an. Ja, also diese Meta-M4, die ich hier habe, das ist, sind 500.000. Deine wahrscheinlich auch, ja. Tja. Ich glaube, ich höre was, hast du ausgehört? Nee. Hast du nachgeladen? Ich habe Waffe gerechnet. Haben wir einen weiten Weg vor uns bis zum Extraction Point? Ja, wir müssen durch den Keller. Wir könnten jetzt eine kleine Abkürzung nehmen, oben durch. Aber durch den Keller müssen wir sowieso, sonst müssen wir quer durch die ganze Map. Ja, ne, ich frag nur, ist schon okay. Wir können auch noch hier warten. Ich finde den Plan eigentlich ganz gut. Also, lass uns mal zum nächsten Gebäude gehen. Weil das ist der nächste Punkt dann zum Extract. Könnte eventuell auch klappen. Boah. Soll ich Neues machen oder noch schleichen? Ja, nochmal laufen. Einfach nicht sprinten. Krass ist, ich war hier im EG mittig im Gebäude. Einer war noch im Klo, den wo ich gekillt habe, und noch einer kam hier reingesprintet. Also ich wurde voll gesandwiched. Ja. Der hat mich nicht gesehen. Das.
Ja, es lief gut. Zu Da muss ich auch ein gut. bisschen Glück haben. Ja. Rechts rum. Ich laufe mal eben langsam. Langsam, okay. T2 wurde benutzt. Das in der Zeit, wo wir gewartet haben. Ich denke, die sind extracted. Okay. Da, wo wir auch hin wollen. Ja, auch nichts mehr. Wir müssen da die Treppe runter. Gut, wir können mal laufen. Copy. Hinter diesem Licht da hinten, da campen gerne Leute. Du siehst es einfach. Ja, das ist eine saumiese Stelle, ey. Deswegen werf ich den Granat. Ja, wenn man sie hat, kann man sie auch benutzen. Steht du mal hier links vor der Tür? Guck mal eben was. Da soll ich stehen bleiben. Ja, pass durch. Tür aufmachen, okay, warte. Okay, ich gehe. Sollte frei sein. Ah, wenn ich nicht am Stream bin, tue ich auch ein bisschen Barbecue. Ja, was, ja. Was abfuhrst du da? Bugs. Was war denn für ein Bug? Ich habe da durch die Wand geguckt. Ach so. Wenn da noch jemand kennt. Ach so, du streamst gerade gar nicht, okay. Nee. Ja, ist doch in Ordnung. Also, ich finde das, ob Offstream oder Onstream, ich finde das, wenn es ein Bug ist, spricht ja nichts dagegen. Wir müssen. Einfach durchlaufen bis zur Tür, ich bin schon expected. Okay. Einfach durchlaufen, durchlaufen. Ja, bin da. Also ich benutze halt nur für die Exit-Camper, ne? Also, weil da gibt es auch Leute, die campen hier wirklich die ganzen 40 Minuten. Ja, das glaube ich. So ähnlich habe ich es in Factory am Anfang gemacht, als Gaff. Und trotzdem war ich selten erfolgreich. Ja, ich finde aber Gaff ist es legitim, kannst es gerne probieren. Aber wenn ich ein bisschen Full-Gear-Typ, der härtesten Munition, der fetteste Weste.
Du hockst da 40 Minuten Extract-Punkt und killst da jemanden, der wirklich 40 Minuten lang sich den Arsch aufgerissen hat Ja, auf der Map es ist und sich auf den mies. Loot freut und du ihm den Loot eigentlich bringst, ne? Ah ja, klar, das ist mies, das meine ich ja so. Habe ich es halt auf Factory gemacht, ne, als Gaff, aber es ist nicht oft gut gegangen. Die Leute waren damals schon zu erfahren, die haben dann schon, die konnten eigentlich nicht wissen, dass ich da bin, aber die wussten halt einfach, da könnte jemand sein und wenn es so ruhig ist, also ja, das hat vielleicht einmal von drei, vier Versuchen oder so geklappt. Hammer, ey. Ja, GG. Ja, auf jeden Fall. Voll die gute Knarre rausgebracht. Oh, ich bin. Ach so, ne, ich bin Level 9. Bald ist Flea Market Time. Aber, ja. Vielleicht kommt ja der Vibe. Wobei du hast ja gesagt, du glaubst nicht dran. Ja, Gar nicht. von mir aus kann es ruhig noch ein bisschen dauern. Wäre ja schade. Aber wahrscheinlich kommt es genauso, wenn ich gerade Level 10 bin und einmal Flea Market benutzt habe. Zack. Naja, wäre auch nicht schlimm. Hey, den hast du gleich. Viel macht. Ja, jetzt wo ich aktiv spiele, klar. Ey, krass, diese Armo-Box. Aber, ja. Soll ich die jetzt jedes Mal mitnehmen? Ich meine, die ist ja auch ruckzuck weg, oder? Nee, die würde ich jetzt in deinem Stash behalten Genau, und in genau. deine Armor reinmachen. Ja, ach so, ja. Logisch. Weil die braucht ja nur 2 auf 2 Slots, aber hat Ja, richtig krasse viel mehr Armo. Platz drinnen. Geiles Teil. Und ein Salva, oder nee, wie was? Saleva so rum. Cosmetic, ja. Boah, krass, ey. Wieder viel zu krasses Zeug. Traue ich mich jetzt wieder überhaupt nicht zu spielen. Also diese M4 ist einfach geil. Richtig geil. Der hat sogar einen Schalldämpfer, gell, wenn ich das richtig erkenne. Huiuiui. Spielst du eigentlich immer mit Schalldämpfer? Nein, oder? Es ist so, grundsätzlich kriegst du eine Waffe mit einem Recoil tiefer, wenn du sie ohne Schalldämpfer spielst. Aber mit Schalldämpfer hast du halt einen Vorteil, dass du halt ja nicht so auffällst und auch den Scuffs oder Bots gegenüber halt nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Hast du dabei halt einfach Recoil einbußen, also du kriegst die Recoil nicht so runter. Als Beispiel, die M4, wo ich jetzt gelootet habe, hatte einen Schalldämpfer, war absolut Meta. Das Beste, was man dran machen kann, war da dran. Okay. Die hat einen Recoil von 35. Das ist schon mega tief. Also eine full equipped AK 762 hat 65, das Doppelte. Ja. Also vertikaler Rückstoß. Aber ohne Schalldämpfer kriegst du die auf 32 bis 31 Recoil runter, die M4. Aber bist nicht schallgedämpft, das ist mega laut. Zum Beispiel so. 32 Recoil. Krass, hey. Oh Mann, ey, was hier alles gibt. Und wenn man mal überlegt, da kommt ja noch viel mehr. Sau krass. Und so, oh Mann, hey. Auch die Knarre jetzt, die AKS da. Mit dem krassen Trommelmagazin und dem Schalldämpfer, die traue ich mich jetzt auch gar nicht mehr mitzunehmen. Ich weiß, es ist schlecht. Man muss es Hey, eigentlich nimm sie immer. mit, jetzt so wie sie Ja, ist. ich nehme sie mit. Ich sag ja, das ist. Ich weiß, das Die ist ganze schlecht. BP-Muni, wo du gelootet hast, die ist sehr gut. Die BS-Munition ist die beste Munition, die du BS, gelootet ja. hast. Ja. Also BS wie Boden mit Ja, B. BS. Genau. Und jetzt würde ich das Magazin voll machen. Habe ich Und dann gerade. nimmst du mit. Fünf Komma vier fünf. Na, wo ist? Armutschart, genau.
Ja, BS ist die beste und dann gibt es noch 7N39 Ingo. Igonik. Ja. Es ist so. Eigentlich ist die Igonik die beste. Die hat die höchste Panzerdurchdringung. Aber wenn du die Bilanz anguckst, die BS-Munition ist die zweitbeste von der Panzerdurchdringung, hat aber pro Schuss mehr Körper Damage. Das heißt, wenn du jetzt als Beispiel jemand eine 5er oder eine 6er Weste anhat und du ihn mit der Eagle Nick 2 Schuss triffst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch lebt, höher als mit der BS-Munition. Und die hat fast die gleiche Durchdringung, hat aber mehr Körperpen. Das heißt, wenn du den 2 Schuss auf den Körper schießt, dann stirbt er. Ja, sehr gut. Es gibt eine Excel-Tabelle auf. Hab sie gerade, Genau, warte, die würde ich ich mal angucken. schick sie dir mal. Ich kenne Also, die schon. ich weiß, aber nur damit ganz stolz, guck mal, was ich gelernt habe hier. So. Ja, da habe ich ja auch gerade reingeguckt, deswegen wusste ich auch diese Ingo-Link. Was ist hier der Igonik. Ingolnik so rum? Igonik, Ja. Ja, ja. Ey, also. tu mal gemütlich abladen, verkaufen und so. Genau, rechts siehst du, das ist das ganz Wichtigste, Armor-Effektive. Also, ab welcher Armor schießt sie wirklich, ist sie effektiv? Hä? Ganz rechts. Ja, Armor diese Effektive, das sechs ist links. grünen Dinger da. Genau. Ja, rockt schon. BS nehme ich auch. Ich glaube, alles so ab T kann man einigermaßen benutzen. Außer jetzt. Ach, was weiß ich. Ja, umso Nee, also besser, ich würde umso das besser. Minimalste, wo ich benutzen würde, ist BT. BT. Weil jeder rennt mit 4er, 5er, 6er Westen Ja, rum und mit okay. 6er Westen kommst du zu Ka 5er kann Westen ich mir und das spielst denn BT überhaupt durch. schon leisten hier? Ja, du hast jetzt gerade ein bisschen Also nicht ich mehr meine, wenn ich sie ausgegeben. jetzt regulär kaufen müsste, nicht so krass gelootet Die ist hätte. mega günstig. Die Okay. ist jetzt mega günstig. BT ist günstig, merke ich mir. Da kostet ein Schuss jetzt zwischen 250 bis 400 maximal. Okay. Ich muss hier dem Therapist, der Therapistin, drei Salewa-Kits geben. Eins habe ich schon. Und jetzt habe ich doch gerade eins gelootet, aber irgendwie kann ich dir das jetzt nicht mehr geben oder bin ich zu blöd und ich finde nicht mehr, wo Weil man. da steht, finde im Raid, oder? Ja, aber haben wir den nicht gerade im Raid gefunden? Ach, das ist wahrscheinlich die falsche hier. Ich habe. Ach so, ne, warte, die ist schon benutzt. 337 von 400. Das ist egal. Ach, Du das ist kannst egal. auch ein Zerleber finden, das nur eins hat und das abgeben. Das Problem ist, es ist nicht Find in Raid. Das hat ein Spieler mit reingenommen Ach in das Match und so. dann ist es nicht mehr Find Ach in Raid. so, das Solange das muss. Häkchen unten rechts nicht ist, ist es nicht Find in Raid. Verstehe. Ah, jetzt Wenn habe ich es es das Häkchen gerafft. hat, dann ist es Find in Raid. Okay, ja, Ich gehe mal kurz einen rauchen, ja, verkaufe mal klar. gemütlich mein Zeug. Genau, Genau. danke. Ach, kannst du mir dann was zu essen mitbringen? Weil kaufen ist ja nicht so easy. Also trinken und so kein Problem, nur essen halt. Essen, ja, kann ich machen. Super, bis Genau. gleich. Jo. Krass, ja, dann werde ich mal gemütlich die Sachen verkaufen, ne? Während der Titz gemütlich rauchen geht. Boah, ich habe 95 Schuss und dann noch 2x30. Das ist ja schon viel zu hardcore, ey. Nein. Es ist einfach nur geil. Nicht zu hardcore. Boah, dann machen wir eine kleine Verkaufssession. Ich habe zu viele Sachen, ey. Wird Zeit für die große Edition, Leute.
War auch nochmal ein krasses Magazin. Das verkaufen wir natürlich nicht. Nice. Ja, jetzt habe ich kaum noch Platz, um hier wirklich Loot rauszuholen. Das ist ein Dreierhelm. Das ist ein Viererhelm. Komm, dann verkaufe ich den Dreierhelm auch noch. Aber jetzt ist hier Schluss, ne? Jetzt verkaufen wir ja mal nichts mehr. So. Dann kaufe ich hier noch ein Wasser. Dass die hier immer für was zu essen Tauschzeug will, das ist ja richtig, richtig unverschämt. So, 93, oh ja, gut. Ach, Granaten hätte ich vielleicht auch mal. Genau, ich könnte mal Granaten kaufen. Wo gibt es denn überhaupt Granaten? Da unten. Ja, natürlich wieder nur gegen Tauschware. Was sind das? Kann man das werfen? Smoke Granate, na okay. Eine Smoke Granate ist ja süß. Ja, die hat wahrscheinlich nichts. Der hat auch nichts. Also keine Granaten. Hat auch keine Granaten. Der hat vielleicht Granaten. Aber will auch Tauschware. Ja, aber die kriegt, ich glaub's ja fast nicht. Aber der möchte auch was tauschen. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht, dass die ganzen Leute da die Granaten nicht so einfach rausrücken. Naja, okay, passt. Eigentlich alles ready. Zwei Magazine, Splint gegen Brüche, Bandagen gegen leichte Blutung, Essmarsch gegen heftige Blutung, Painkiller und noch ein Käse for free. Ein hartes Dope-Magazin, eine 5er-Armor und ein 4er-Helm. Und auch noch so eine krasse Maske. Balaclava. Alright. Dann ab in die Action. Also, wenn der gute Tiss ready ist. Ich denke mal, ein Raid ist noch drin, je nachdem, wie lange der dauert. Vielleicht noch ein zweiter und dann, oh, dann ist es ja schon mega spät. Viele von euch sind ja schon am Pennen oder beim Zuschauen wahrscheinlich eingepennt. Soll ja schon öfter hier auf SimChay vorgekommen sein. Dass da mal, ich sag mal, der ein oder andere ganz genüsslich beim Zocken einschläft. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall, Chris, du alter Johnny Boy Trucker, schön, dass du reingeschaut hast. Bist wahrscheinlich auch mittlerweile am Lurken oder vielleicht auch vernünftigerweise mal schlafen gegangen. Denn eins ist mal sicher, du hast bestimmt wieder die ganze Woche durchgearbeitet. Not so nice. Sei denn, du hast da wieder voll Bock drauf. Trotzdem, du musst auf deine Gesundheit achten, mein Bester. Oh, ich könnte mir auch mal meine Skills anschauen. Boah, ey, also krass. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob man dann auch in der Release-Version, so wie das manche denken, alle 3 Monate, sage ich mal, ein Wipe hat oder ob man dann wirklich einmal hier alles hochzockt und dass es dann einfach immer Patches und Updates gibt, die dann irgendwelche Werte oder so noch verändern, weil wenn nicht, ja. Das kann noch ein paar Jahre dauern, aber ich finde das ja gut, dass das so. Ja, so, ja, kann man sagen, realistisch wirkt eigentlich schon, oder?
dass es so real rüberkommt alles. Ich müsste eigentlich bei der AKS-74U am weitesten sein, genau, Kalaschnikow AKS-74U, in allen erdenklichen Versionen und Varianten, weil das halt so eine Standard-Anfängerwaffe ist, die ich natürlich jetzt auch weiterhin spiele und boah, wir kommen dem Flea Market langsam näher. Ich denke nicht, dass wir das heute noch erreichen, aber wenn es so weitergeht, denke ich mal, bis nächstes Wochenende könnte das schon klappen. Ich könnte mir eigentlich noch was zu trinken holen. Ich bin zwar tatsächlich gerade gar nicht durstig, obwohl es so heiß ist, aber man kann nie genug trinken. Trinken ist gut, trinken ist wichtig. Also mache ich das mal. So, da bin ich wieder im frischen Wasser. Okay, im Chat hat sich nichts groß getan. Ja. Wie ich es mir gedacht habe, alle eingepennt. Leute, schlaft gut. Und für alle, die noch heimlich zugucken, ja, willkommen in der Hölle von Tarkov. Gleich gibt es die nächste Runde. Keine Ahnung, ob wir wieder auf Reserve gehen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird wieder Reserve. Na, schauen wir mal. Ich glaube, das ist Tits seine Lieblingsmap. Jeder hat so seine. Was es bei mir ist, weiß ich noch nicht, da ich noch nicht alle Maps gut genug kenne. Tatsächlich habe ich jetzt schon ein paar Runden auf Customs gezockt, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder, der mit Tarkov anfängt. Und ja, ist auf jeden Fall actionmäßig auf Customs. Und dann habe ich mit dem Aschido die Woche auf Woods gezockt, war ganz idyllisch da. Ich weiß, bei vielen Spielern ist Woods nicht so beliebt, aber Woods ist halt Waldgebiet. Ja. Wer es naturell mag, wird auf Woods sicher auch glücklich und zufrieden. Und dann mit dem Titz jetzt ein bisschen resurfed, taste ich mich ran. Diesen Keller, der kam mir noch bekannt vor und dieses Gebäude mit dem Treppenhaus, da waren wir ja auch schon bei dem 12-Stunden-Stream. Ja, dann mal Shoreline gezockt.
Was habe ich denn noch gezockt? Ja, Factory, wobei jetzt seit meinem Comeback oder seit meinem Start hier in Tarkov nicht wirklich Factory. Werden wir bestimmt auch mal demnächst dann mit den Leuten hier zocken, wenn die Erweiterung da rauskommt. Und ja, gibt noch die ein oder andere Map. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, aber es gibt noch mehr Maps. Und es sind ja auch noch mehr Maps in Entwicklung und wahrscheinlich auch geplant. Was gibt es denn noch für Maps? Da muss ich jetzt mal nachdenken. Ach, Interchange, wie konnte ich Interchange vergessen? Die mag ich ja optisch auch sehr gerne. Ja, also ihr seht, da ist doch für jeden was mit dabei. Ach, und Labs. Ha. Aber ich glaube, von Labs, da lasse ich noch die Finger von. Da kann ich ja eh noch nicht rein ohne Karte. Ja, es hat auch noch keinen Sinn. Labs kann man dann mal machen, wenn ich auch so 4000 Stunden plus habe. Dann so langsam und dann auch möglichst mit den richtigen Leuten. So. Na, auf jeden Fall hat sich der, ja. Also das Spielen heute schon wieder gelohnt. Wir haben jetzt eine Runde gespielt und direkt hier für meine Verhältnisse sehr gutes Zeug rausgeholt. Da muss ich nochmal ein hartes Dank an den Titz sagen. Wie so oft in letzter Zeit. Ist einfach ein guter Lehrer und ja, Teammate und ein nicer Guy einfach. Und derzeit AFK rauchen. So, jetzt habe ich genug hier Alleinunterhalter gespielt. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Schlückchen Wasser auf euch, meine lieben Zuschauer. Ach ja. Ich würde ja normalerweise, sage ich ja immer, im Kaffee liegt die Kraft. Aber auch Wasser tut seinen Dienst, zumindest in der sommerlichen Zeit jetzt. Gutes Wasser. Wieso habe ich so das Gefühl, der Titz ist noch mal in der Küche vorbeigelaufen und bedient sich da gerade? Ich weiß auch nicht. Okay, ich setze mich mal wieder hier in meinen krassen Kommandosessel. Ah, so. Ach, guck mal hier. Da sieht man ja, glaube ich, alle Waffen, die es derzeit im Spiel gibt. Muss ja eigentlich so sein, wenn man hier überall Werte drauf hat. Müssen ja auch alle Waffen angezeigt werden. Wow, ich sehe hier viel AK-Kram. Ein bisschen HK-Kram. Ein bisschen Exotisches wie FN. Wobei, das sind jetzt nur die Pistolen. Die haben ja bestimmt auch die FN-Pfahl irgendwo. Oder wenn nicht, kommen die bestimmt auch noch rein. Also ich finde auch eine coole Waffe. Oh, guck mal hier. Eine RPK. Ja, da kannst du abgehen wie John Rambo. Ja, tatsächlich. Also, ich würde was sagen, noch ein bisschen überschaubar. Da bin ich mal gespannt, was es noch so gibt. Also, es gibt noch einen Granatlauncher. Dafür gibt es scheinbar hier keine Skills oder keine Ahnung. Und dann soll ja mit einem der nächsten Updates auch, ein Rocket Launcher kommen. Ich glaube, der Titz hat mir das sogar erzählt, als wir auf Interchange unterwegs waren. Ich glaube, da schleicht er sich gerade wieder an. Ja, muss man mal schauen, was da abgeht. So, nochmal kurz schauen hier. Hat noch irgendeiner etwas Wichtiges geschrieben? Nö. Alles ganz ruhig und friedlich da draußen. So hat man es gerne. So, ich guck mal gerade beim Titz in den Stream, was nimmt er da mit? Hoch. Ach, hier ist Vollbild. Erstmal ins Discord gewöhnen.
Eine P90, echt, damit spielt er. Ich habe jetzt gedacht, das wird irgendeine Assault Rifle, die der mitnimmt. So kann man sich täuschen. Und dieses FN sind das Magazine, ja. Noch Granaten, IFAK, einen dicken Rucksack, okay. Oh, da kann man was lernen. Ach, der hat auch hier so ein Knüppel, so eine Axt. Habe ich die auch dabei? So ein Hatchet. Nee, habe ich gar nicht dabei, gell? Naja, ein Bajonett. Auch ganz nett. Eines fernen Tages werde ich damit bestimmt auch mal einen aus dem Spiel nehmen. Sagen wir es mal ganz unspektakulär. Mal ganz unspektakulär ausgedrückt. Aus dem Spiel nehmen. Okay. Ja, ich würde fast sagen, zwei Käse mitnehmen. Was steht denn in der Diary eigentlich drin? Ein Tagebuch. Spannende Geschichten. Was ist denn GP oder? Hier bei dem Pop-up steht BP und hier steht GP. Die mit ihren Tauschdingern da immer. Alright. Ja, wir könnten eigentlich auch mal nach Wutz gehen. Heißt es Wutz oder Wut? Ich glaube Wutz. Und hier Jägers Message holen. Aber ich glaube auch der Titz spielt nicht so gern auf Wutz. Naja, schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob der sich da auf der Map einigermaßen auskennt. Ah, wir lassen uns überraschen, Leute. Okay. Oh, da habe ich aber was gehört gerade. Da habe ich aber was gehört. Jo, Simjay. Ja. Ich tut mir leid, ich muss mich leider abmelden. Wir haben hier einen PC zusammengebaut und irgendwie, ja. Er lief, aber wo wir ihn dann nach Hause gebracht haben, war der Bildschirm schwarz und es lief nicht. Wir wollten den PC noch schnell zusammen machen. Und jetzt geht's plötzlich und jetzt will er den PC jetzt noch aufsetzen und jetzt begleite ich ihn dann noch schnell. Gar kein Problem, Titz. Ich hatte Und meinen sonst machen Spaß. wir halt morgen weiter. Ja, kein Thema. Also nochmal vielen Dank. Ich kann mich nicht beschweren. Der eine Raid lief super bombastisch. Dann wünsche ich euch da viel Spaß mit der Installation. Also nochmal vielen Dank und bis morgen. Dankeschön. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und man hört sich gerne. Jo, Bis morgen. danke. Bis dann. Viel Ciao. Spaß. Jo, tschüss. Tschü. Tja, Leute, so kann's gehen. Das ist Tarkov. Gut, ja, ich hab nichts zu meckern. Dann habe ich jetzt euch noch ein bisschen zugelabert. Jetzt sind wahrscheinlich noch mal von den drei Leuten, die zuschauen, zwei eingeschlafen oder so vor lauter Labern und Wartezeit. Also, wir haben gerade mit dem Tiss ordentlich gerockt, eine kleine feine Tarkov-Runde so ja, in die Nacht herein. Was will man mehr? Ich schau mal auf die Uhr. Ja, 2:30. Ey, das ist doch dufte. Also, ich kann mich nicht beschweren. Lief super. Schaut mal, was ich hier hab.
für meine Anfängerverhältnisse absolut bombastisch, fantastisch. Okay, Leute, dann wünsche ich euch auch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh Ravenport LS, morgen Mittag dann Ravenport, nein, Estancia La Pacho LS, morgen Abend SnowRunner und dann, hatte ich der Iforida ja gesagt, gibt es eine Runde StarCraft 2 Ladder Action. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, wäre ich natürlich auch gewillt, morgen Abend noch eine kleine Good-Night-Session hier in Tarkov wegzuballern. Also, lassen wir uns überraschen. Schlaf gut. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Good night. Bye. Und nochmal gute Nacht.